Tja. Da gehen wir den aus. Den haben wir alles erledigt. Jetzt können wir hier noch alles besputzen. Jo. Unterschrift fälschen. Sehr gut. Die Leinwand. Sieh mal, Harvey. Eine unbenutzte Leinwand. Schnell, wir müssen sie verhunzen. Verhunzen. Ja, verhunzen. Warum machst du es dann nicht? Sieh mal, Harvey. Schnell. Dann halt nicht. Okay. Vielleicht können wir jetzt von Unterschrift fälschen mit Barmann. Seine Unterschrift dürfte leicht zu fälschen sein. Wo könnte ich nur eine Probe davon finden? Denk nach, Edna. Denk ach ja, nach. Klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Selbstverständlich. Hier. Die Cocktailkarte. Was soll ich schreiben? Nein, du sollst nicht schreiben. Du sollst die Unterschrift fälschen. Unterschrift fälschen. Ja. Cocktailkarte. Ich glaube, die Handschrift vom Barmann könnte ich lernen. Immerhin ist er offensichtlich Legastheniker. Er schreibt selbst Stinkdrink mit 3x. Stinkdrink mit 3x? Aha. Okay. Hier, XXX. Barmann Unterschrift. Jetzt können wir hier was reinschreiben. XXX. XXX. Okay. Unterschrieben. So, ich hätte gerne einmal XXX. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Ich hätte gern einmal... einen XXX, bitte. Steht nicht auf der Karte. Was? Lass mich mal sehen. Steht auf der Karte. Tatsächlich. Was ist bloß in mich gefahren? Dafür habe ich doch die Zutaten gar nicht. Wo zum Teufel bekomme ich jetzt zum Beispiel Hackfleisch her? Entschuldige mich. Ich muss in den Keller, um meine Flinte zu holen. Ja, er ist im Keller und holt seine Flinte. Jetzt können wir doch bestimmt den Löffel mitnehmen. Sehr nice. Und uns ein bisschen Stinktrink abfüllen. Davon sollte ich lieber nichts mit mir herumtragen. Es könnte mir das ganze Inventar zerschmelzen. Und am Ende frisst es sich bis ins BIOS durch und das willst du doch nicht, oder? Nein, das würde ich nicht wollen. Schaufel. Wenn ich draußen bin, pflanze ich als allererstes einen Ketchupbaum. Das ist großartig. Wenn ich draußen bin, pflanze ich als allererstes einen Senfbaum. Als zweites meinst du? Eigentlich könnte ich den Schlüssel auch vergraben, aber ich mag Schlüssel. Ja. Gut, wir haben eine Schaufel. Ah, vielleicht können wir jetzt mit der Schaufel, also mit dem Löffel, in Anführungszeichen, Gänsefüßchen, Löffel, jetzt mal in den Keller und dort mal was schaufeln, ne? Das wäre doch die logische Schlussfolgerung hier. Eine logische Schlussfolgerung, dann bricht aus. Ist jetzt nicht ganz so das, was man machen sollte, aber ja. Wir brauchen ein bisschen Tonerde aus dem Keller. Da, wo da kein Rohrwurf drin Ausgang. Ist. Vielleicht können wir uns die schaufeln. Und los geht's. Dumm, du, die dumm. Da kommt der nächste Ausgang. Gut, hier mal schnell runter. Zack. Und ich hoch. Dann gehen wir hier durch die nächste Tür. Kurz mal gespeichert. Bisher ist noch nichts passiert, aber das kann ja jetzt noch kommen. Bisher läuft es einigermaßen gut. Also bisher fehlerfrei. Sag's mal nicht zu laut, Zwergi, sonst... ja. Sonst passiert noch was. So, vielleicht jetzt... ich hab was für dich. Loch.
Na komm. Hallo? Bist du noch da unten? Hola! Vielleicht gibt er uns dann was im Zweifel. Ich habe endlich einen Löffel für dich gefunden. Das soll ein Löffel sein? Muss wohl. Der Barmann hat damit seine Drinks umgerührt. Ah. Was soll's? Bis du einen richtigen Löffel gefunden hast, muss der halt ausreichen. Danke für deine Mühe. Mhm. Wir kriegen jetzt nichts dafür. Aha. Hätten wir uns vielleicht hier erstmal ein bisschen was von dem Leben mitnehmen, von der Tonerde nehmen sollen. Es ist sehr dunkel da unten. Hat sich da gerade etwas bewegt? Hallo? Bist du noch da unten? Ja. Hallo? Ich glaube, er ist zu sehr mit Graben beschäftigt. Okay, ihn sind wir jetzt losgeworden. Was hat uns das gebracht? Wie bringt uns das jetzt weiter? Dass wir dem den Löffel gegeben haben. Den brauchten wir hoffentlich nicht noch für irgendwas. Was? Nein. Ich habe ihm doch schon den Löffel gegeben. Das muss reichen. Du hast auch ein bisschen Erde oder so. Tja. Masseltopf! Hey! Oh, wir haben unser Glas zerstört. Ja, gut. Das ist jetzt nicht so gerade gut, aber... ein Zeugs im Inventar weniger. Was? Na, ich habe ihn... Das muss reichen. Weniger Ballast. Joa. Das macht zwar Spaß, aber einer zur Zeit reicht. Ach so, wir haben einen. Ja, stimmt, hier. Fußnagel. Tja. Tonerde. Wir brauchen die Tonerde auf jeden Fall, um den Schlüssel anzufertigen. Generalschlüssel. Sind wir schon dicht davor, den anfertigen zu können. Gitter. Ja, da wird es uns nichts. Richtiges Inferno. Das wird uns nichts bringen. Wo kriegen wir Tonerde her, außer hier? Unterschrift von dem Barmann haben wir gelernt. Tja. Okay, hier erstmal hoch. Wieder zurück. Nee, warte, hier sind wir richtig. Erstmal da lang. Zurück wollen wir nicht. Kurz mal zwischengespeichert. Ja, zwischengespeichert. Speichern. Hier. Sehr gut. Speicher zur Sicherheit mal öfters. So. Wo kommen wir jetzt hin? Ich würde jetzt mal hier ganz oben wieder versuchen. Aha. Okay, wenn wir jetzt hier... Nein, hier. Da ist der Raum, wo wir rein wollen. Da waren wir lange nicht mehr drin. Aha, okay. So, jetzt reden wir mal mit ihm hier. Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz.
Hast du etwa das ganze Wasser getrunken? Erinnere mich nicht daran. Ich müsste eigentlich längst aufs Klo. Aber ich soll meinen Posten nicht verlassen. Als wenn bei den Irren jemals irgendetwas passieren würde. Ah, okay. Zum Dank bin ich, was das anbetrifft, sehr strapazierfähig. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Ich geb auf. Deiner Blase. Okay, eventuell können wir hier irgendwie aussehen. Ich lass dich dann mal wieder allein. Dann tu das bitte auch. Ich habe die Lösung gerade gefunden. Hier brennt noch Licht in diesem Raum. Das ist hier wahrscheinlich, ich sehe es hier gerade so ein bisschen schräg. Hier, das ist der Abstellraum hier beim Fahrstuhl, beim Lift. Das wird der zweite Ausgang hier. Und hier haben wir noch so ein bisschen das Zimmer vom Echsen-Typ hier, von dem Professor Nock, der seine Echsen den AA haben wollen. Wenn wir die beiden ausschalten hier, wenn es da dunkel wird, dann haben wir hier nämlich eine kleine Buchstabenkombination. Vielleicht müssen wir das dann noch anmachen hier. Was auch immer das ist. Dieses Räumchen vielleicht. Aber vielleicht machen wir erstmal die aus. Was ist das für ein Raum dort? Was ist hier? Was passiert hier in diesem Raum? Das ist das Licht gerade aus. Vielleicht müssen wir das noch anmachen. Die beiden aus und das an. Manche sind erleuchtet, andere sind dunkel. Genau. Je nachdem, ob das Licht in den Räumen brennt. Ist das die Toilette oder was ist da? Ich kann auf der Größe nichts erkennen. Es könnte der Aktenraum sein, wenn ich da richtig gucke. Naja. Aktenraum, Echsenmann und... Was war's noch? Gut. Ach, der Warteraum hier, der war's. Okay, dann fahren wir erstmal mit dem Sessellift darüber. Schalten das Licht aus. Hier im Aktenraum, da brennt, glaube ich, nichts drin. Das können wir auch. Das können wir anmachen oder aus. Oha, ganz schön finster. Ziemlich finster. Benutze Lichtschalter. Gute Idee. Ja, lassen wir es mal. So. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier in den zweiten. Das sieht gefährlich aus. Ein Wäschelüftraum. Und dann bei dem Echsen-Typ, bei dem Professor Nook. Sorry, dass ich den Echsenmann. Da kommt der nächste Ausgang. Aha, okay. Nee, das war der falsche Ausgang. Warte. Na gut, wir gehen erstmal zum Echsenmann. Erstmal den Echsenmann ab. Im Dunkeln stehen lassen. Und erstmal abernten. So, hier durch. Der Adomann ist noch nicht dran. Der kommt erst später. So, Licht aus bei dir. Das Licht ist doch aus. Okay. Ich lass das jetzt an. Müssen wir den Fernseher erst kaputt machen. Der Ketchup guckt gerne Kochsendungen. Da lernt man. Okay. Na dann.
haben der eine Warteraum hier, der die Haltestelle für den Wäschelift. Die war definitiv zu viel. Da muss das Licht aus. Und noch in den zweiten kleinen Raum. Ah, vielleicht hier, vielleicht ist da, vielleicht muss da jetzt mal Licht an. Das könnte ich mir vorstellen. Lieber nicht. Ich will die romantische Stimmung nicht kaputt machen. Mhm. Warum nicht? Mhm. Kaputt machen ist immer gut. Ach, halt die Klappe, Harvey. Davon verstehst du nichts.